Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Oh mein Gott, das geht ja schon wieder. Geht ja schon wieder gut los, echt. Ah, lass mich hier raus. Und, jawohl, wir waren hier beim letzten Mal mit diesem Rätsel weiter angekommen. Und, ich wollte mir das nochmal anschauen, weil es ist tatsächlich, es ist scheinbar so, ich habe mir das nochmal in Ruhe angeschaut. Ist es tatsächlich so, dass die auf die Gliedmaßenlinie ausrollen? Und diese drei sind hier scheinbar hervorgehoben. Das muss eine 8 sein. Weil das sind die zwei Menschen. Das hier muss eine 4 sein. Oder ist das eine 5? Wegen dem Schwanz. Nee. Was haben wir hier? Was ist das eigentlich? Was sind. Wartet mal. 2, 3, 4, 5, 6. Moment, ich Idiot. Das hier sind nur 6. Ist das so? Tatsache! Oh mein Gott! Okay! Okay, und was haben wir hier jetzt? Da ist was rausgefallen. Ein Zeitstein. Den kann man in der Uhr einsetzen. Okay, das mache ich direkt. Ah, danke, 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 danke. Denke, Alter, wo kommt der denn her? Wow, wo kommt denn die Zombies jetzt auf einmal her? Hilfe! Wow. Oder ist das Lisa, die wir in der letzten Folge verloren haben? Nee, das ist nicht Lisa. Ja, wir haben Lisa in der letzten Folge auf eine sehr traurige Art und Weise verloren. Ja. Das war richtig kacke. So, wo war denn jetzt nochmal die Uhr? War die hier? Da kommt man nicht rein. Wo war die Uhr? Ist noch. Da sind noch mehr Zombies. Alter, seid ihr schnell! Wow. Weg mit dem. Weg mit dem Zombie. Bäh. Hör auf, dich so zu wenden. War das hier mit der Uhr? Nee, das ist der Keller. Da kann man nicht rein, ne? Hagit, ja, okay. Das sieht man auch sogar in den Pixeln da. Hagit, ja. Gut, wartet mal. So, hier. Hier konnte man rein. Ah, ne, das ist okay, wo wir herkamen, okay. Und, genau, dann abgeschlossen. Und ich muss mich mal einmal. So, wir sind genau richtig. Ich muss mich einmal kurz um meine Katze kümmern. Genießt mal kurz die Atmosphäre. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es hat nicht so lange gedauert. Genau diesen Raum hier habe ich gesucht, Freunde. Der Uhr. Genau, da war was. Dieses Uhrglases. Aber wir haben jetzt ein quadratisches Teil. Zeitstein. Großer Stein mit Ziffernblattmuster auf Säule und Astrologietafel. Okay, nutzen. Jawohl! Sehr schön. Wir kriegen den Uhrenschlüssel. Fünfmal geläutet. Wow! Okay, einfach explodiert, Leute. Krass. Okay, und wir kommen an den Uhrenschlüssel. Jawohl, der Schlüssel ist Hagit. Aha. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier. Nee. Ist der verlegt? Wo ist der Hagit? Wartet nicht hier, der Hagit? Nee, das war komplett falsch. Mit dem Vogelkäfig war das. Genau. Ja, jetzt sind wir wieder in diesem Hausbereich. Ne? Also diese Welt hier. Alter! Drei Zombies! Was ist denn hier los? Oh Gott. Ja, toll, für nix. Für nix. Oh Mann. Für nix. Alter Schwede.
Nee, das ist der Verleg. Hier sind wir rausgekommen, ne? Ja, raus. Hier aber nichts willst du. Wobei, wir könnten mal abspeichern. Falls irgendwas passiert. Das ist gar nicht so verkehrt. Wir könnten mal abspeichern. Das machen wir mal. Weil mir wird das Ganze zu heikel. So, ja, würde ich sagen. Gucken wir uns mal nach dieser Hagit-Tür um. Was ist hier? Da geht's runter, ne? Nee, da geht's in den anderen Bereich rein. Den ganzen Türen, ja. Okay. Ah, drüben läuft wieder Fernsehen. Auch nett. Ah, hier, Hagit. Hahaha. Okay. Sehr schön. Okay, Aufzug. Warum auch immer nur ein Aufzug hier ist. Alles klar. 1, 2, 3. Wir sind auf dem ersten. Okay, das heißt, wir fahren auf den zweiten Stock hoch. Okay. So. Dann schauen wir doch mal, was hier weiter los ist. Hier können wir... Ach du Scheiße! Oh Gott. Ja, wobei. Doch. Wir müssen in die Tür. Shit. Wir müssen in die Tür. Okay, aber das sind Zombies. Aber die können wir mit unserem Hammer gut platt machen. Na, komm her. Komm her. Zack, zack. Jawohl. Zack. Der ist weg. Hör auf rumzuzappeln. Das ist ekelhaft. Okay. So, und dann hier und... Wer macht das? So. Ihr Parasiten-Zombies. Nochmal. Wickelt euch. So, dann gehen wir das Ganze mal von vorne an. Wieder alle Türen durchsuchen. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Gab es auf der anderen Seite Türen? Da gab es keine. Okay, dann weiterschauen. Auf der anderen Seite gibt es keine, ne? Da kann man rein. Emblem des Merkur. Irgendwas erarzt auf jeden Fall. Und Munition. Ja, danke. Ich gucke mal. Oh, diese Musik. So. Das Amulett ist ein sternförmiger Gegenstand mit sechs Ecken, benannt nach dem Magier aus der Antike. Die Schlange im Symbol für Quecksilber versinnbildlicht die Alchemie. Ja, so mittelalterliche Sachen. Ist für mich einfach ein Arztsymbol und lass mich hier bitte raus. Was ist das hier noch? Liegt noch was? Ein Vertragsring. Grober, massiver Ring aus unbekanntem Material. Boah, okay. Ich scheine mir so ein kleiner Juwelierladen oder sowas. Kann man hier rein? Nee, okay. Geh hier wieder raus, ich hasse diese Musik. Oh, geh hier wieder raus, das tut doch in den Ohren weh. Verdammt nochmal. Da! Okay. Lass mich hier weg. Okay. Die klemmt, ich bin ja fast froh, also, dass die alle klemmen. Die müsste theoretisch... Ah ne, die geht. Also super. Warte! Okay, da sind noch mehr Zombies. Aua! Ja. Okay, hier geht's aber weiter tatsächlich. Ich will erstmal noch diese Tür hier anschauen. Ah, klemmt tatsächlich. Okay. Gut, dann können wir da weiter. Ja, das ist... Das klemmt. Klemmt. Ich finde es ja schon fast gut, weil das wäre sonst echt... Es ist nicht abgeschlossen. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Ah, wir sind hier wieder bei der... Okay. Ich verstehe. Da laufen zwei Zombies rum da hinten. Ja, ich kümmere mich gleich um euch. Ich gehe erstmal hier rein. So. Muni. Sehr gut. Immer alles schön absuchen. Weil, ja, es gibt Munition. Was ist das? Eine Kamera. Wie eine Kamera. Kamera mit Blitz.
Witzige Kamera. Ja, gut, ist halt 90er-Technik. Ne? Okay, wir haben eine Kamera. Eine Fotokamera, so wie es aussieht. Gibt's heutzutage ja auch alles nicht mehr, ne? Das war damals schon echt. Sind das zwei oder drei Stück? Ne, es sind zwei. Okay. Es sind zwei verschiedene, ne? Weil wir sehen einmal eine... Ah! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Wir sehen einmal ein grünes Leibchen und ein blaues Leibchen. Was ist da der, was da der Unterschied ist, weiß ich auch nicht. Die zappeln beide gleich ähnlich rum. Beide in die Weichteile treten wieder. Ja, wobei, wenn das Frauen sind, dann in die weiblichen Weichteile. Okay, wir sind aber immer noch grün. Die haben wir erledigt. Gott. Oh, was ist denn hier passiert? Ist hier irgendwas für uns? Ah, kann man jetzt diesen roten Stein nehmen, oder was? Eine Stahlplatte ist an die Wand geschraubt. Ah, den Schraubenzieher. Ha. Okay. Ha, sehr schön. Ja, wunderbar, Mensch. Wir haben Fortschritt. Und ein Schlüssel. Strom fließt durch Schlüssel. Ich bekomme einen Stromschlag, wenn ich ihn jetzt anfasse. Haben wir hier irgendwas? Um das zu leiten, den Ring oder so? Nö, den? Nee, das hier? Nee, auch nicht. Die Kamera vielleicht? Nö. Okay, wir kriegen einen Stromschlag. Oh Gott. Lass mich hier raus aus diesem Raum. Die Musik hier ist wieder extrem ekelhaft. Das heißt, da können wir nichts machen, erstmal. Okay. Aber das war der letzte Raum. Das war der letzte Raum. Ja, sehr interessant. Das war tatsächlich... Wartet mal. Können wir denn jetzt noch weitermachen? Ich habe ja keine Karte von dem Mist hier. Das ist es ja. Okay, das ist echt merkwürdig. So, warte mal. Frage ist jetzt natürlich, gehen wir nochmal da zurück. Können wir da nichts machen weiter? Was liegt da auf dem Boden? Munition habe ich hier etwa übersehen. Ah ne, Munition ist normalerweise echt nie auf dem Boden hier. Ja, wie kommt man da dran? Das ist jetzt die Frage, wie kommt man da dran? Da ist ein Schlüssel, Strom fließt durch den Schlüssel. Ja, wer hängt denn auch so einen Schlüssel auf, jetzt mal ehrlich? ja, okay. Aber haben wir nicht? Achso, nee. Müssen wir nochmal zurück vielleicht. Wieder hier, ich will hier raus, ganz ehrlich. Ich will hier einfach nur raus. Müssen wir vielleicht doch nochmal zurück, wa? Das war doch hier, oder? War doch hier. Nee, war nicht hier. Wo war das denn jetzt, was wir eben mit diesem Halogenschlüssel aufgemacht haben? War das hier? Der war es, glaube ich, ja. Okay. Das heißt, ah, hier, abgeschlossen. Verlegt, okay. Wir gucken nochmal, uns hier nochmal um. So. Das war der Uhrenraum. Ja, wir gucken mal hier in die Richtung. So. Nee, das ist... Okay. Das ist der Aufzug. Okay. Ist klar. Was haben wir denn hier? Ja, hier geht's runter. Nein, das wollen wir auch nicht. Gut, geht's jetzt zum Aufzug. War das? Was haben wir hier?
Das war der Rätselraum, oder? Nee, das war okay. Oh Gott, ist das verwirrend. Da sind wir hergekommen. Da geht's auch nochmal in... Ach du Kacke. Wie verwirrend ist das hier? Verdammt nochmal. Das ist wieder der Uhrenraum. Ja, ist... okay. Das ist gerade ein bisschen echt verwirrend. Sorry, Leute. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. So, wir gehen nochmal komplett mal nochmal raus hier. Das ist ja der Aufzug, ne? Ja. Der Aufzug. Gehen wir erstmal hier nochmal alles ab. Alter! Ah, nee, das war... Wartet mal. Hier gibt es hier nichts. Hier gibt es rein gar nichts. Nee, hier ist dieser sinnlose Zombie-Raum. Wir sind von rechts gekommen. Okay, gehen wir mal hier rein. So, was haben wir hier? Ah, guck mal. Der Vogelkäfig ist abgeschlossen. Wir scheinen auch nichts für zu haben. Okay, das heißt, hier müssen wir nochmal hin, tatsächlich. Das war der böse Zombie-Raum. Das ist hiermit abgeschlossen. Verlegt. So, wir gehen jetzt alle Türen nochmal systematisch durch. Der Uhrenraum. Ist auch geil, ne? Hier ist Raumwelt und da hinten ist wieder normale Welt. Da waren ja ganz viele Türen wieder. Jawohl. Wir schauen uns das jetzt nochmal ganz in Ruhe an. Da geht's auch weiter. Hier geht's nach unten, okay. Da hinten. Und hier geht's auch weiter. Ja, super, ey. Ach nee, aber das ist Aufzug. Okay, das ist Aufzug. Passt. Okay. Das heißt, wir müssen nicht runter, sondern wir müssen jetzt erstmal. Warte mal, das sind ja dann zwei Aufzüge. Ja, es sind zwei Aufzüge. Okay. War der Vogelkäfig? Genau hier. Gucken wir nochmal hier alle Türen. Ah, nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Raus hier! Oh Gott. Ja, das war der blöde Zombie-Raum da. Das ist so, das ist der Uhrenraum. Hier, genau. Schloss klemmt. Das klemmt. Die geht auf. Und da geht's auch wieder weiter. Mein Gott. Ist auch eine Tür, oder? Nee, nee, nee. Okay. Klemmt. Was ist hier? War das hier drin nochmal gewesen? Was ist das? Irgendein Büro. Okay. Ist nur ein Büro. Mann, ist das verwirrend, Leute. Ich glaube, wir sind aber müssen hier weiter gucken, genau. So. Ist denn hier nochmal was? Hier kann man rein. Das ist der Raum, ja, mit dem komischen. Mit dem Stromschlüssel. Okay. Wo wir erstmal den Strom abschalten müssen. Okay, sonst gibt es hier nichts mehr. Alles klar. Das heißt. Wir sind ja hier reingekommen, ne? Wir sind hier reingekommen, genau. Gut. Dann müssen wir hier rein. Ja, genau. Dann schauen wir uns mal hier weiter um. Hier war die Geschichte mit Lisa. Das klemmt. Hier war der Rätselraum. Was klemmt? Was ist hier? Klemmt? Das ist verwirrend. Klemmt. Klemmt. Da der Hinweis. Okay. Was für viele Türen hier, ey. Gut. Dann bin ich jetzt verwirrt.
Tatsächlich. Weil ich hatte gedacht. Müssen wir echt runter? Ach, Leute, wo müssen wir hin? Ich meine, wir haben ja auch keine Karte mehr. Wir haben ja auch keine Karte mehr. So. Haben wir keinen Schlüssel? Nee, wir haben keinen Schlüssel im Inventar. Und diese komischen Vertragsringe. Okay. Okay. Hier vielleicht mit dem Aufzug nochmal fahren. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Ja, toll. Toll! Tolle Wurst, echt. Ich glaube, wir müssen nochmal hier durch. Kannst du hier mit dem Aufzug fahren? Geht das? Da kommt man rein, okay. Weil ich würde gerne nochmal. Wir sind im ersten. Okay. Das heißt, wir müssen dann auf die 2 hoch. Genau, und dann hier nochmal rein. So, wir müssen jetzt hier theoretisch. Sind auch wieder tausende Türen. Schloss klemmt. Schloss klemmt. Ja, ich bin ja fast froh, wirklich. Ja, da sind 2 Türen. Die geht. Ja, okay, das war die Sache mit der. Okay. Gehen wir da mal rein? Schloss klemmt. Klemmt ja alles, ey. Meine Güte. So. Wo sind wir jetzt hier wieder angekommen, ne? Klemmt. Das ist so verwirrend. Ich fahr. Ihr wisst es gar nicht, ey. Klemmt. Da kann man rein. Was war das hier nochmal? Das Büro? Okay. Wo geht's hier weiter? Ist die auch zu? Auch zu? Auch zu, meine Güte. Hier? Da kann man rein. Okay. Ja, aber jetzt... Hä? Ich bin doch eben den Stockwerk hochgefahren. Oder nicht? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay. Merkwürdig. Merkwürdig, Leute. Echt merkwürdig. Hier ist nichts mehr, nee. Okay, dann fahren wir mal mit dem Aufzug in die 3. Etage. Aua. Oder so dran geplatscht. Nee, der geht ja nicht mehr. Jetzt bin ich wieder hier, also irgendwas ist hier tatsächlich krumm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, nehmen jetzt mal den Aufzug mal in die 3. Etage. So. 3. Etage. So. Meine Güte. Boah, ist das creepy, ey. Das ist gerade... Oh. Ah, okay. Was haben wir hier? Ah, toll. Wieder irgendwelche Zahlencodes. Okay, was ist hier? Altar. Ach, ach. Sieht für ein Altar aus, was die wohl verehren. Hey, das ist doch von dem Antiquitätenladen. Okay, interessant. Okay. Ist klar. Aber dann muss ja hier auch irgendwo durch das Ding das Licht für die Zukunft. Aha. Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Sonst gibt's hier nichts. Okay. Okay, wow. Was? Okay.
Das Licht für die Zukunft. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Also, das sieht aus wie ein Altar. Aber... Pff. Was das jetzt hier ist... Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Wie lange haben wir noch? Wir haben auch nur noch 3 Minuten. Das Licht für die Zukunft. Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Okay. Hier kann man nirgends so, dass hier ist auch nur das, ne? Okay. Hier ist auch nur das, komischerweise. Hä? Check ich nicht. Check ich nicht. Mach einfach die Tür auf. Hier ist nur dieser Altar. Ja, das Licht für die Zukunft. Ups, sorry. Ring? Nein, das. Nein, das. Nein, das. Oh, was? Oh, das Licht für die Zukunft. Aha. Ja, toll, aber... Da kann man das ja mit der anderen auch machen, oder? Jawohl. Aber das ist echt das Licht, das die Finsternis durchdringt. Ja, aber was es damit jetzt auf sich hat. Wartet mal. Da sind Symbole markiert. Oben ist ein Dreieck. Oben links ist eine Linie, die unten. Das kann man nachbilden. Das kann man nachbilden. Mach das mal. Moment. Oben links, oben war ja das Dreieck. Was? Och nee, alles auf einmal. Okay, das muss ich mir merken. Oben das Dreieck und weißt du. Okay, das geht ja noch. Okay. Das Dreieck. Der Pfeil. Das kann man ja nachbilden. Und dann hier unten. So. Scheiße, nein. Aber doch. Das Licht für die Zukunft. Gut, mach mal das andere. Das sind 3 Symbole. Einmal dieses N. Dann links das Plus und links das Dreieck. Okay, dann machen wir oben mal das N. Und links das Plus. Ja. Dann unten rechts dieses Dreieck. Na komm schon. Oh, diese Musik. Ah, das hat funktioniert. Ha, seht ihr das? Das hat komischerweise funktioniert, aber das hier irgendwie nicht. Ach, guck mal, da läuft auch schon meine Uhr. Ich möchte das jetzt beides machen. Also, zack, 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 zack. So. Ah, verdammt, was war die anderen Symbole? Der Pfeil und das L. Okay, mach das zuerst das L. Der Pfeil. Da habe ich irgendwas falsch gemacht eben. Und oben das Dreieck. Ja, ich habe einfach nur was falsch gemacht. Okay. Alles klar, Freunde. Dann haben wir dieses Rätsel gelöst, tatsächlich.
dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und so, ja. Bis hier weiter geht's hier wieder beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.